Meine Damen und Herren, die CDU-CSU-Regierungskoalition einigte sich jetzt über die doppelte Nulllösung. Der Kompromiss sieht so aus, dass in Bonn eine Doppel-Nulllösung mit Bedingungen beschlossen wurde. Mit der Ausklammerung von 72 Pershing 1A-Raketen aus dem geplanten Abkommen gibt es ein eingeschränktes Bonner Ja zu Doppel-Null. Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung kommentiert: Mit der Einigung auf die Abrüstungsformel Doppel-Null minus Pershing 1A ist die Koalition auf die Linie der NATO-Partner eingeschwenkt. Es ist eine Einigung unter dem Zwang der Bündnisverhältnisse. Diese falsch eingeschätzt zu haben, war der Fehler des Kanzlers und seiner Berater. Als Ergebnis bot Bonn das peinliche Schauspiel eines in Tauben und Falken gespaltenen Regierungslagers. Dabei kalkulierte Kohl nicht nur die Verbündeten falsch ein, auch die Stimmung der Wähler blieb unberücksichtigt. Offensichtlich sind die Besorgnisse, die Bundesrepublik könnte bei Doppel-Null schutzlos dem russischen Zugriff ausgeliefert sein, nur noch schwer zu vermitteln. Viele Zeitungen sehen die jetzige Entscheidung als Sieg der Liberalen. So schreibt auch der Kommentator der Süddeutschen Zeitung: Noch nie hatten so viele Nullen so viel Verwirrung in Bonn angerichtet wie im Schlechtwettermonat Mai. Der Erste, der mit spürsicherer Nase die Winde richtig registrierte, war Außenminister Genscher. Er hängte sich ohne Wenn und Aber die Doppel-Null um und konnte sich so den Beifall einer denkwürdigen Koalition sichern, die von Reagan zu Gorbatschow, von seinem Amtsbruder Schulz bis zur sozialdemokratischen Opposition reichte. Auf den Inhalt des Kompromisses geht die Welt konkreter ein. Das Ergebnis hatte sich seit zwei Wochen abgezeichnet. Es verbindet die Zustimmung zur erweiterten Nulllösung mit dem Beharren auf den Pershing 1A-Raketen der Bundeswehr und klassifiziert den Abbau aller amerikanischen und sowjetischen Raketen zwischen 500 und 1000 Kilometer Reichweite als ersten Schritt zur stufenweisen Reduzierung sämtlicher bodengestützten Nuklearsysteme zwischen 0 und 1000 Kilometer. Dies wiederum wird in Zusammenhang gebracht mit der dringend notwendigen Herstellung eines konventionellen Gleichgewichts, einer weltweiten Beseitigung chemischer Waffen und einer 50-prozentigen Reduzierung der strategischen Kernwaffenarsenale. Das ist eine durchdachte Konzeption. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen meint allerdings: Mit dem Beschluss, die 72 auf dem Boden der Bundesrepublik stationierten Pershing-Raketen aus dem Verhandlungsgebot auszuklammern, glaubt die Bundesregierung, noch einen Joker im Ärmel zu haben, zumal Moskau in dieser Frage bisher nichts Offizielles auf den Tisch gebracht hat. Welchen Wert aber Nuklearraketen haben sollen, deren atomare Sprengköpfe wegverhandelt wurden, muss die Bundesregierung erst noch plausibel machen. Die Badische Zeitung sieht zumindest nach außen den Eindruck entkräftet, die Bundesregierung widerspreche entgegen dem Rat des Außenministers den westlichen Alliierten. Doch ganz so eindeutig ist der Konflikt denn doch nicht zugunsten der Anhänger konsequenter Abrüstungsschritte entschieden worden. Ein offiziell heruntergespielter, dennoch wichtiger Teil des Bonner Kompromisses ist der Wunsch nach Beibehaltung der 72 Pershing 1A-Raketen. Und damit öffnet sich, wie Franz Josef Strauß offen zugibt, den Gegnern von Doppel-Null eine Hintertür. Sie spekulieren darauf, dass diese veraltete Rakete in absehbarer Zeit durch ein neues Geschoss mit einer Reichweite von knapp 1000 Kilometern ersetzt werden könnte. Das wäre dann keine Nachrüstung, sondern nur eine Modernisierung. Ob die Sowjets da allerdings mitspielen werden, ist sehr fraglich. Anlass zu Kommentaren gibt auch die Nachricht, dass der libanesische Ministerpräsident Karame ermordet wurde. Libanons Regierungschef wurde bei einem Attentat getötet. Während eines Fluges mit einem Militärhubschrauber explodierte eine direkt unter seinem Sitz angebrachte Bombe, die den libanesischen Regierungschef tötete. Neuesten Meldungen zufolge soll sich eine bislang unbekannte islamisch-fundamentalistische Organisation zu dem Attentat bekannt haben. Stellvertretend für viele äußert die Kölnische Rundschau ihre Hilflosigkeit. In einem Land, in dem Bombenterror, Mord und Schießereien den Rhythmus des täglichen Lebens bestimmen, sind die Winkelzüge der Politiker für die Menschen längst zweitrangig geworden. Deshalb wird der tödliche Anschlag, dem nun der libanesische Ministerpräsident Rashid Karame zum Opfer gefallen ist, keinen Aufschrei des Entsetzens und der Abscheu im Land hervorrufen. Und auch die Reaktionen des Auslands auf die feige Mordtat werden eher gemäßigt und kühl ausfallen. Zu verworren sind die inneren Verhältnisse. Der Bund aus Bern versucht, die Folgen einzuschätzen. Mit dem 66-jährigen Karame ist jener Politiker von der Bühne entfernt worden, der als vielleicht letzter noch ein Minimum an Integrationskraft in sich barg. Wie es jetzt mit der zur Ohnmacht verdammten Regierung der nationalen Einheit weitergehen soll, steht nicht einmal in den Sternen. Von der nationalen Einheit ist kaum mehr etwas übrig geblieben. Da haben zu viele Köche den Brei verdorben. Die Institutionen Libanons sind nur noch gespenstische Kulisse, vor der das blutige Bürgerkriegsringen seinen Fortgang nimmt. Auch mit einem neuen Regierungschef, falls sich überhaupt noch einer finden lässt. Sie sahen und hörten die Presseschau.
Guten Tag, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zur Heute-Sendung. Der bulgarische Staats- und Parteichef Schiwkow ist zu einem mehrtägigen Besuch in der Bundesrepublik eingetroffen. Hauptthemen sind die Wirtschaftsbeziehungen und der Stand der Abrüstungsdiskussion in Ost und West. Die Bundesregierung erwartet mehr Informationen über das jüngste Gipfeltreffen des Warschauer Paktes in Ost-Berlin. Erste Station des Staatsgastes aus Sofia war heute Morgen die Villa Hammerschmidt. Am Beginn seines viertägigen Besuches in der Bundesrepublik stand für Bulgariens Staats- und Parteichef Schiwkow die Begegnung mit dem Bundespräsidenten. Der Besuch des 75-jährigen Bulgaren wird von deutscher Seite vor allem auch deshalb mit großem Interesse betrachtet, ist es doch für seine Gesprächspartner in der Bundesrepublik der erste direkte Kontakt nach dem Gipfeltreffen des Warschauer Paktes am vergangenen Wochenende in Ost-Berlin. Es liegt also nahe, dass sich das Thema Abrüstung in den Vordergrund der zahlreichen Gesprächstermine Schiwkows schieben wird, der hier zusammen mit Richard von Weizsäcker die Ehrenformation der Bundeswehr abschreitet. Der Staatsgast hat vor seiner Reise in die Bundesrepublik demonstrative Übereinstimmung mit dem Reformkurs des sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschow bekundet. Während der als äußerst intensiv definierten einstündigen Unterredung im Amtssitz des Bundespräsidenten war denn auch das Ost-West-Verhältnis Hauptthema, vor allem auch vor dem Hintergrund der Moskau-Reise des Bundespräsidenten im Juli. DDR-Staats- und Parteichef Honecker hält es für sehr wahrscheinlich, dass er noch in diesem Jahr die Bundesrepublik Deutschland besucht. In niederländischen Zeitungsinterviews sagte Honecker, die beiden deutschen Staaten bemühten sich derzeit, einen geeigneten Termin zu finden. Er telefoniere gelegentlich mit Bundeskanzler Kohl und es gebe Verhandlungen auf diplomatischer Ebene. Ich halte es für wahrscheinlich, dass es noch in diesem Jahr klappt, sagte Honecker, der morgen für 3 Tage in die Niederlande reist. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Vogel hat die Bedingungen der Bundesregierung für ihre Zustimmung zur doppelten Nulllösung kritisiert. Vor Journalisten in Bonn sagte Vogel, es sei unverständlich, dass Bonn die 72 Pershing 1A-Raketen der Bundeswehr ausklammern wolle. Diese Raketen, deren Sprengköpfe der Kontrolle der USA unterstehen, gehörten zu den Systemen mittlerer Reichweite. Es wäre genauso unverständlich, wenn Moskau die Beseitigung von Raketen des Typs SS-22 in der CSSR oder in der DDR mit der Begründung ablehnte, diese Raketen gehörten inzwischen zum Eigentum dieser Länder. Der amerikanische Präsident Reagan sieht die Möglichkeit eines historischen Abkommens mit der Sowjetunion über einen Abbau der Kernwaffen. In einer Rede zum 40. Jahrestag des Marshallplanes sagte Reagan, die westliche Entschlossenheit im Umgang mit der UdSSR habe zu Fortschritten bei den Abrüstungsverhandlungen geführt. Auf derselben Veranstaltung bekräftigte Präsident Reagan die Entschlossenheit der USA, im Persischen Golf für freie Schifffahrt zu sorgen. Die Amerikaner wissen, dass dies nicht nur in ihrem eigenen Interesse liegt, fuhr Reagan fort. Auch unsere Verbündeten sind abhängig vom Öl aus den Ländern um den Persischen Golf. Während des bevorstehenden Weltwirtschaftsgipfels in Venedig werden wir auch über die gemeinsamen Sicherheitsinteressen der westlichen Demokratien sprechen. Freie Menschen sollten vor solchen Herausforderungen nicht zurückschrecken. Aber sie sollen auch wissen, dass sie nicht allein gelassen werden. Der Iran will in Zusammenarbeit mit anderen Anliegerstaaten des Persischen Golfes dazu beitragen, dass die Schifffahrt in dieser Region nicht behindert wird. Dies erklärte der stellvertretende iranische Außenminister Larijani bei seinen Gesprächen in Bonn. Er wurde heute auch vom Bundeskanzler empfangen. Vor der Presse lehnte Larijani ein militärisches Eingreifen der Großmächte und anderer fremder Staaten im Golf ab. Larijani sagte vor Journalisten in Bonn, er habe versucht, die Ansichten seiner Regierung zur gegenwärtigen Lage zu erläutern. Nach Meinung des Iran sei die Situation sehr kritisch, denn sie drohe umzukippen. Eine neue Konfrontation könne verheerende Folgen haben, nicht nur für die Region, sondern auch für andere Länder. Deshalb müssten die Bemühungen in Richtung einer Begrenzung des Konflikts gehen. Das sei aber nur durch Zurückhaltung und Nicht-Einmischung möglich. Jeder Aufbau von Militärkräften, durch welche Macht auch immer, wäre eine Provokation.
Nach der Ermordung des libanesischen Ministerpräsidenten Karami ist der bisherige Erziehungsminister Hoss zum amtierenden Regierungschef ernannt worden. Er soll die Amtsgeschäfte bis zur Bildung eines neuen Kabinetts führen. Aus Protest gegen das Attentat auf Karami hatten die großen muslimischen und christlichen Parteien für heute zum Streik aufgerufen. Das öffentliche Leben in der Hauptstadt Beirut ist weitgehend gelähmt. Nächstes Thema, Deutscher Städtetag in Köln. Hauptthema der Umweltschutz. Die Städte erwarten, dass man sie mit ihren Problemen nicht allein lässt. Die Belange von Umweltschutz zu vereinbaren mit Sparsamkeit gehört zu den großen Problemen, denen sich Politiker und Verwaltungen der Städte heute gegenübersehen. Die Beseitigung von Abwasser aus Industrie und Haushalten ist eine der kostenträchtigsten Aufgaben einer Kommune. Klärwerk Düsseldorf-Nord, vor 20 Jahren eingeweiht, gehörte zu den modernsten Anlagen Europas. Heute ist es bereits hoffnungslos überlastet und kann den Abwasserzufluss nicht mehr voll biologisch reinigen. Grund dafür der enorme Anstieg der Abwassermengen und die drastische Erhöhung der enthaltenen Schmutzfracht pro Kubikmeter. Mit einem Kostenaufwand von 83 Millionen D-Mark muss die Kapazität des Werkes in den nächsten Jahren verdoppelt werden. Eine weitere vordringliche Aufgabe ist die Erneuerung des öffentlichen Kanalsystems, das wie bei den meisten Großstädten inzwischen 85 bis 100 Jahre alt ist. Vor allem die Betonröhren aus den 60er Jahren weisen starke Korrosionserscheinungen auf, die eine Gefährdung des Grundwassers bedeuten. 4 Millionen Mark muss die Stadt Düsseldorf in diesem Jahr allein für die Bestanderhaltung aufbringen. Besonders aber bei der Altlastensanierung sehen sich die Kommunen finanziell überfordert. Das ehemalige Gelände eines Lokschuppens der Bundesbahn, wo jahrzehntelang Wartungs- und Reparaturarbeiten ausgeführt wurden, ist so verseucht mit Öl- und Fettrückständen, dass nur nach kostenaufwendigem Abtragen und biologischer Entseuchung des Erdreichs das Grundstück wieder genutzt werden kann. In diesem Fall zahlt die Bundesbahn, oft aber bleiben die Kosten an der Stadt hängen. Zum Thema Umweltschutz hat sich die Schweiz etwas einfallen lassen. 6 Kantone mit rund 150 Gemeinden haben sich in der Nordostschweiz zu einem Tarifverbund zusammengeschlossen. Die Monatskarte gilt für Busse, Bahn und Straßenbahnen in der ganzen Region und kostet nur 40 Franken. Die Basler stehen Schlange. Nicht, weil es etwas umsonst gibt, sondern viel billiger als bisher und weit attraktiver. Denn ab sofort ist in der Nordostschweiz Europas umfangreichster Tarifverbund im öffentlichen Nahverkehr wirksam geworden. Für monatlich 40 Franken quer durch eine 1100 Quadratkilometer große Region, nun bis zu 200 Franken ermäßigt. Der Einzahlungscoupon als übertragbares Abonnement. So einfach geht das. Rund 600.000 Bürger leben innerhalb des Verbundsystems, an dem 6 Kantone und 150 Gemeinden mit Zuschüssen beteiligt sind. Ein Beispiel, Schweizer Jura, 40 Kilometer vor Basel. Der Postbus als Zubringer zu einer privaten Schmalspurbahn. Mit dieser wiederum ist eine Verbindung zur Schnellbahnstrecke der Schweizerischen Bundesbahnen garantiert. Man rechnet innerhalb des Verbundes, der nur auf partnerschaftlichen Vereinbarungen basiert, dass 180.000 Abonnements gekauft werden. Weiter mit dem Schnellzug nach Basel, dem großen Wirtschaftszentrum der Nordostschweiz. Jugendliche und Rentner profitieren mit nur 25 Franken an diesem öffentlichen Verkehrssystem, das in Basel natürlich die Straßenbahnen mit einbezieht, die Pendler auch zum Industriegebiet hinausfährt. Nur auf dem Rücken von Vater Rhein halten die Fährleute noch die offene Hand hin. Und jetzt ein Beitrag, über den sich Feinschmecker freuen werden. In Bremen ist nämlich die Matjes-Saison eröffnet worden. Der Hering gehört zum Frühjahr wie der Spargel. Matjes satt gibt es heute in Bremen. Matjes pur und frisch aus dem Holzfass. So schmeckt Kennern der jungfräuliche Hering am besten. Die Saison ist eröffnet. Allein im vergangenen Jahr haben die Bundesbürger stolze 30.000 Tonnen, sprich 400 Millionen Matjes Filets verzehrt. Und der Spargel des Meeres, wie Feinschmecker ihn gerne nennen, wird immer begehrter. Schon Friedrich der Große wusste diese Meeresspezialität zu schätzen. Er erließ ein Dekret, nachdem der Matjes-Hering erst mit Beginn der warmen Jahreszeit gefangen werden darf. Denn durch die Erwärmung des Wassers vermehrt sich die Hauptnahrung des jungen Hering, das Plankton. Und an dem soll sich der Fisch schön mästen.
Ein Spitzenmatjes, sagen die Fachleute, muss zart im Fleisch und einen Fettgehalt von 18% haben. Der Matjes wird heute überwiegend aus den Niederlanden und Dänemark importiert. Eine eigene deutsche Heringsfangflotte gibt es nicht mehr. Direkt nach dem Fang, noch auf dem Locker, wird der frische Hering im Holzfass mild eingesalzen. Nach einer Reifezeit von 2 bis 3 Wochen kommt der neue Matjes auf den Markt. Direkt aus dem Fass auf den Tisch. Die Waldbrände in China bedrohen erneut die Stadt Tahe. Die Flammen bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von 20 Stundenkilometern auf die Stadtgrenze zu. In Tahe leben rund 100.000 Einwohner. Vorbereitungen für die Evakuierung sind bereits getroffen. Auch in der inneren Mongolei breitet sich das Feuer weiter aus. Insgesamt sind 8 neue Brandherde entdeckt worden. Gerade 5 Tage alt ist das kleine Nashorn, das im Zoo von San Diego in Südkalifornien geboren wurde. Das Rhinoceros-Baby hört auf den Namen Goldperra und folgt zurzeit noch artig den Fußstapfen der Mutter. Es gehört zur Gattung der äußerst seltenen indischen Panzernashörner, die bis auf wenige Ausnahmen nur noch im Zoo leben. Der jungen Dame fehlt zwar zurzeit noch das Horn, dafür sind die Ohren aber jetzt schon umso größer. Ist das Nashorn erstmal erwachsen, wird es knapp 4 Meter lang und 2 Tonnen schwer sein. Jetzt wiegt es erst 150 Pfund. Wir kommen zum Wetter. Das ist heute recht unterschiedlich. Näheres von Karl-Heinz Obertier. Heute zeigt das Wetter in Deutschland verschiedene Gesichter. Südlich von Main und Mosel schaut die Sonne durch dünne Wolken und hier bleibt es trocken. Bei 20 bis 22 Grad kann man auch hier einen Hauch von Sommer spüren. In einem schmalen Streifen, der von der Eifel bis zum Fichtelgebirge reicht, ist es stark bewölkt bis bedeckt und hier kommt es immer wieder zu schauerartigen Regenfällen. Nördlich davon, das heißt in der norddeutschen Tiefebene, wechseln Sonne und Wolken. Regenschauer treten nur noch selten auf. Hier ist es mit 16 bis 17 Grad auch kühler. Morgen ist es in ganz Deutschland stark bewölkt bis bedeckt und von Westen her beginnt es zu regnen. Die Temperaturen steigen dabei nur noch auf 15 bis 18 Grad. Der heutige Satellitenfilm zeigt dunkle Wolken, die über Osteuropa langsam Richtung Ostsee ziehen. Hier drehen die Wolken zu einem Wolkenwirbel ein. Dabei entstehen heftige Niederschläge in Südfinnland und Ostschweden. Kaum Wolken, dafür viel Sonne und sommerliche Temperaturen kann man am Mittelmeer genießen. Während in den Norden und die Mitte Europas kühle Meeresluft strömt, bringt ein heißer Sahara-Wind eine erste sommerliche Hitzewelle in Südwesteuropa. Somit ist es nicht verwunderlich, dass die Temperaturen in Südostspanien heute bis auf 35 Grad im Schatten steigen. Nicht ganz so warm wird es in Italien und Griechenland. Und bei 19 bis 21 Grad kann man in der Mitte Europas den Sommer gerade so ahnen. Mit 16 Grad ist allerdings der Sommer im Norden noch weit entfernt. Und das waren die Mittagsmeldungen der Heute-Redaktion. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.